Entdecken Sie Rosa Xan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosa Xan. In Rosa Xan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Die Lausitzwelle Regionalzeit vom Mittwoch. Neues und Interessantes aus der Westlausitz. Hallo und willkommen zur Lausitzwelle Regionalzeit. Heute sind wir in der Westlausitz mit Ihnen unterwegs. Der Berufemarkt in Kamenz hat wieder einigen Interessierten die Plattform gegeben, miteinander ins Gespräch zu kommen und wichtige Infos für die eigene Zukunft zu erhalten. Wer sich gut informiert, findet auch einen passenden Job. Die Lausitzwelle war dabei. Am Samstag, den 3. Juni, fand in Kamenz wieder die Ausbildungsmesse des Landkreises Bautzen, der Berufemarkt Plus, statt. Dieses Mal wurde er nicht wie im vergangenen Jahr auf dem Flugplatz, sondern im Behördenpark an der Macherstraße ausgetragen. Wie geht es für mich nach der Schulzeit oder dem Abi weiter? Fragen, auf die junge Menschen an diesem Tag Antworten finden konnten. Die Schüler konnten hier Berufe erleben, sowie Unternehmen auf junge Talente treffen. Mit bis zu 100 regionalen Unternehmen, die an diesem Tag vor Ort waren, hatten die Schüler und Schülerinnen die beste Gelegenheit, in persönlichen Gesprächen die Arbeitswelt einmal näher kennenzulernen. Die Auswahl an Firmen und Betrieben umfasste dabei ein weites Feld an verschiedenen Branchen. Wir sind vom Gartenbauverband Mitteldeutschland und repräsentieren ja die ganzen Gärtner in Sachsen. Das heißt, alle Fachrichtungen, die es gibt in der Branche, werden hier vorgestellt. Obertech heißt Sondermaschinen- und Bahntechnik. Ne? Und wir suchen natürlich genauso wie jeder andere hier, ne, Nachwuchs, ne, gerade im Bereich Mechatronik. Wir repräsentieren die TG Autohandels GmbH. Wir haben 8 Betriebe in der Lausitz, rund ums Kfz, Mercedes-Benz. Na, wir erwarten natürlich, dass einige Schüler hier rumkommen, sich natürlich die Firma Bauder auch angucken, sich die Ausbildungsberufe mal kurz erklären lassen, dass natürlich auch Interesse besteht und dass man natürlich Bewerber daraus gewinnen kann. Ohne Werbung geht nichts, auch im Handwerk nicht. Das ist dazu mein Opus und wir sind froh, wenn wir Jugendliche finden, die dafür Interesse haben. Trotz des großen Aufgebots blieb der Andrang jedoch zunächst verhalten. Doch ein paar Schüler und Schülerinnen waren trotz des sonnigen Badewetters dann doch vor Ort. Und bei einigen konnte auch schon Interesse geweckt werden. Und darf man fragen, habt ihr vielleicht schon persönliche Interessen oder was gefunden, was euch gefällt heute? Also, mir hat das mit dem Körperaufbau ja ziemlich gut gefallen. Vorne bei der Ergotherapie, ne? Oder Physiotherapie, ja. War das, ne? Ja. Besonders gefallen hat mir der Standort, ich muss kurz gucken, wie er heißt. Klinik Schloss Pusnitz, da waren sehr verschiedene, unterschiedliche Berufe, wo ich mir vorstellen könnte, dass da mal was wird oder dass ich da mal ein Praktikum absolviere und vielleicht auch später da mal arbeiten werde. Weil da hinten ist ein Stand zum Löten, kann man da so Sachen verlöten, so, der hat mich schon angetan, der ist so Metallbau zum Beispiel, was hier so gibt, sehr schön, gefällt mir. Ja, also ich auch mit dem Löten, das habe ich zwar am Anfang nicht hinbekommen, aber wir sind jetzt auch nicht sehr lange hier, auch ja. Seit 20 Minuten, deswegen haben wir erstmal umgeguckt. Also ich möchte irgendwas mit Pferden gerne machen, weil mich das sehr interessiert und ich habe jetzt noch nichts wirklich gefunden, aber ja. Im weiteren Verlauf des Tages füllte sich der Behördenpark zunehmend und die Unternehmen konnten sich über viele junge Interessierte freuen. Zudem gab es auch noch eine Rundführung durch den Berufemarkt von Jens Frühauf, dem Leiter des Kreisentwicklungsamtes Bautzen. Gemeinsam mit Akteuren des Landkreises steuerte er die verschiedenen Anlaufpunkte der Ausbildungsmesse an und erläuterte Näheres. Für die Lausitzwelle zog er ebenfalls ein Resümee. Berufemarkt 2023 hier in Kamenz, in Macherstraße, der große Parkplatz beim Landratsamt. Berufemarkt Plus, wir hatten die vergangenen Tage schon mal drüber gesprochen, jetzt ziehen wir ein Fazit. Und hier ist bei mir Jens Frühauf, Leiter Kreisentwicklungsamt des Landratsamtes Bautzen. Wie sehen Sie es inzwischen? Fazit zum Berufemarkt. Ja, wir sind natürlich sehr froh, dass es vor allen Dingen erstmal mit dem Wetter gepasst hat. Das ist ja bei einer Outdoor-Veranstaltung immer so eine spannende Geschichte, dass das alles klappt. Die Aussteller sind alle da, haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, ihre Stände attraktiv zu gestalten, Mitmachangebote zu haben, um die Besucher dann auch für die Ausbildungsstellen, für die Praktikumsplätze und für die anderen Arbeitsplätze, die sie mitgebracht haben und anbieten, zu begeistern. Was ein bisschen schade ist, wir hätten uns alle miteinander ein bisschen mehr Besucher gewünscht. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
Der Platz gibt es ja her, also von der Location her sensationell. Und vor allen Dingen, man verteilt sich schön. Und es wär, aber das Wetter ist halt heute, wie es ist. Mhm. Und es ist gut, so wie auch wieder nicht gut. Aber man lernt ja aus jeder Veranstaltung. Und man nimmt, was nehmen Sie mit fürs nächste Jahr? Zum einen muss man sagen, dass sich die, die Location schon bewährt hat. Das hat uns logistisch sehr geholfen, das direkt hier am Landratsamt zu machen, gegenüber der Vorgängervariante am Flugplatz. Und wir werden natürlich jetzt gemeinsam mit unseren Organisationspartnern von der IAK, von der HWK und der Kreishandwerkerschaft und der Bundesagentur für Arbeit, unserem Jobcenter auch, die Veranstaltung auswerten und überlegen, was wir im nächsten Jahr noch anders gestalten können, wo wir die Werbung vielleicht ein bisschen effektiver gestalten können, um dort noch mehr Besucher dann hinzubekommen. Also man bleibt dran hier beim Berufemarkt in Kamenz, auch nächstes Jahr wieder, 2024, dann vielleicht plus und vielleicht schon plus plus. Wer weiß, auf jeden Fall wird er wieder stattfinden und die Vorbereitungen haben bereits begonnen. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Der Park-and-Ride-Platz in Großröhrsdorf wird gut genutzt, so Lutz Auerbach, Leiter der Verkehrsabteilung Verkehrsverbund Oberelbe, kurz VVO, über die Bilanz der vergangenen 10 Jahre. Seit der Einweihung sollen rund 180.000 Pkw-Fahrten eingespart und täglich knapp 80% des Parkplatzes ausgelastet sein. Von Großröhrsdorf benötigen die Züge 34 Minuten bis zum Dresdner Hauptbahnhof und sind damit schneller als das Auto, betont der VVO-Sprecher weiter. Alle Informationen zu den Park-and-Ride-Plätzen im Verbund hat der VVO in einer interaktiven Karte mit Angaben zur Anreise und Kapazität zusammengefasst. Im Dada-Zentrum in Kamenz gibt es ab Mitte Juni eine neue Sonderausstellung der Lessing Paint Crew. Die Ausstellung ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen dem Dada-Zentrum und dem Lessing-Gymnasium Kamenz. Ein knappes Dutzend Schülerinnen und Schüler hatten dabei im Laufe des Schuljahres zahlreiche selbst entworfene Kunstwerke geschaffen. Die Bandbreite reicht von Leinwandgemälden über Manga-Figuren, Graffiti-Kunst, Collagen, Drip-Paintings bis hin zu druckgrafischen Techniken wie Linolschnitt und Radierung. Die Ausstellung sei ein krönender Abschluss für die jungen Künstlerinnen und Künstler. Sie haben nicht nur die Kunstwerke selbst, sondern auch die Hängung, die Bilderrahmen, die Plakate und die Flyer entworfen und ausgesucht. Zur Vernissage am 16. Juni um 19 Uhr gibt es ein kleines Begleitprogramm sowie Getränke und japanische Snacks. Der Eintritt an diesem Abend ist frei. Weitere Informationen bekommen Interessierte bei Johannes Schwabe bei der Stadt Kamenz. Nachdem wir bereits am Mittwoch über ein Gewaltverbrechen in Kroppen im OSL-Kreis berichteten, haben die Ermittlungen der Mordkommission nun den Verdacht eines Tötungsdeliktes bestätigt. Demnach ist der 67-jährige Mann für die tödlichen Verletzungen der Frau verantwortlich. Im Rahmen einer Obduktion konnte ihre Identität zweifelsfrei geklärt werden. Es handelt sich um die 48-jährige Ehefrau des Tatverdächtigen. Dieser ist in der Nacht zum Donnerstag seinen schweren Brandverletzungen erlegen. Die Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf und den Hintergründen dauern an. Die Stadt Bischofswerda plant bereits zum zweiten Mal die Teilnahme am Programm Nachhaltige soziale Stadtentwicklung des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung. Gefördert wird das Projekt über den Europäischen Sozialfonds. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein sogenanntes gebietsbezogenes integriertes Handlungskonzept zu erarbeiten. Bischofswerda ruft daher erneut sozial engagierte Akteure, Vereine, institutionelle Träger, freie Wohlfahrtspflege, interessierte Privatpersonen und sonstige Interessengruppen dazu auf, sich an der Erarbeitung zu beteiligen. Die Projekte richten sich an Menschen, die von gesellschaftlicher Ausgrenzung und Benachteiligung betroffen sind. Ziel ist es, diesen Personenkreis zu unterstützen und zu fördern, um ihre Lebenssituation zu verbessern und ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu erleichtern. Die Förderung kann unter anderem für die Bereiche Bildung, Gesundheit, Freizeitgestaltung oder soziale Integration genutzt werden. Förderbedingungen und Kriterien sind in den Richtlinien des Förderprogramms festgelegt. Am Sonntag hat René Kirsten die Judo-Europameisterschaft in seiner Klasse für sich entschieden. In Slowenien trat er in der M2 bis 100 Kilo, 35 und 39 Jahre, zunächst gegen seine Kontrahenten aus Frankreich und Georgien an. Diese Kämpfe entschied er in je weniger als einer Minute für sich. Auch das Halbfinale gegen den polnischen Sportler konnte Kirsten nach der Verlängerung für sich entscheiden. Im vierten und letzten Finalkampf beherrschte er den Gegner laut Judobund mit seinem Griffkampf. Besonders hervorzuheben ist die taktische Meisterleistung von René in diesem sehr griffdominierten Finalkampf, berichtete Mannschaftsleiter Thorsten Heilmann. Der aus Kamenz stammende Sportler gewann 2019 bereits Gold bei den Weltmeisterschaften der Ü30 in Marrakesch.
Kirsten begann 1992 beim PSV Kamenz mit dem Judosport und ist dem Verein noch immer verbunden. Ihr Wochenkurier sucht Sie. Ab Juli dieses Jahres nehmen wir die Zustellung unserer Heimatzeitung wieder in die eigenen Hände. Dafür suchen wir Zeitungsboten, die für 13 Euro pro Stunde in einem festen Bezirk am Wochenende den Wochenkurier austragen. Alle Prospekte sind schon drin, also Zeitung erhalten und ab in die Briefkästen. Sichern Sie sich einen Nebenverdienst für Urlaub, Hobby oder was auch immer und werden Sie ein wichtiger Teil Ihres Wochenkurier. Wir bedanken uns mit 10 Euro Willkommensbonus und warten auf Ihre Anmeldung unter kontakt@beigro.info oder unter Telefon 03571 467 188. Nachzulesen auch in Ihrem Wochenkurier. Der Wochenkurier. Hier sind Sie zu Hause. Kennen Sie das Gefühl, wenn Ihnen alles schwerfällt? Dann nehmen Sie doch Knobi Vital, den Knoblauchtrunk für einen gesunden Blutdruck und zur ganzheitlichen Stärkung des Immunsystems. Jetzt neu mit Rote Beete und schwarzer Johannisbeere. Naturkompetenz mit dem Dreifachplus durch das darin enthaltene Kalium, Eisen und Vitamin C. Genießen Sie für einen gesunden Blutdruck auch die anderen Knobi Vital-Sorten. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Knobi, Knobi, und du bleibst vital! Schauen wir zum zweiten Teil der Sendung nach Schwebnitz. Vergangene Woche hielt dort an der Grundschule erneut der Beckmann-Bus der Bäckerinnung Bautzen. Die Schüler hatten im wahrsten Sinne des Wortes die Möglichkeit, ordentlich mitzukneten. Der Beckmann-Bus der Bäckerinnung Bautzen machte zum 6. Mal in der Grundschule Schwebnitz im Landkreis Bautzen Station. Die Schüler der Klassenstufen 2 und 3 durften im Doppelstockbus gemeinsam mit Bäckermeisterin Claudia Finster Hefeteig kneten und Brötchen formen. Obermeister Lutz Neumann und Ernährungsberaterin Manuela Steinborn halfen und gaben Tipps für das gesunde Frühstück. Die Kinder konnten Obst, Gemüse, selbstgemachten Brotaufstrich und frisches Vollkornbrot probieren und ihre selbstgebackenen Sachen in schmucken Beckmann-Tüten mitnehmen. Die IKK Klassik unterstützte die Aktion. Liebe Zuschauer, das war die Regionalzeit am Mittwoch. Morgen sind wir dann im Landkreis Görlitz unterwegs. Seien Sie ab 18.30 Uhr also gerne wieder mit dabei. Einen schönen Abend noch. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.